Michaela von Michaelas Kreativbox. Ich entschuldige mich schon mal gleich für eine etwaige Hintergrundkulisse. Ich weiß nicht, inwieweit das hier aufgefangen wird. Es ist sauwindig draußen und wir haben oben auf dem Dach, die ist leider immer noch nicht abmontiert, noch unsere alte Antenne. Die ist inzwischen ja ohne Funktion, aber die wackelt halt sehr stark, wenn es so windig ist. Und also ich höre es extrem, ich hoffe, es lenkt mich nicht zu sehr ab. Nur schon mal so zur kleinen Vorwarnung. So, ich hatte euch ja letzte Woche meine Einkäufe vor, während und nach der Messe gezeigt. Und bin jetzt mal hingegangen. Ich fange mal mit Titsch Kollektiv an. Da habe ich die 3 Augenpaare aufgestempelt, die ich habe. Dann einen der beiden Sprüche, der andere ist schon verarbeitet, damit ihr sehen könnt. Er ist also oben dicker als unten. Ich bin nicht verrückt, meine Realität sieht nur anders aus als deine. Dann habe ich alle Motive, na, kommt hier runter, aufgestempelt. Und ausgeschnitten, da haben wir hier die Grinsekatze und die große Fledermaus. Dann haben wir den Halloween-Kürbis, da habe ich das Gebiss aufgestempelt. Ach ja, und hier bei der Grinsekatze seht ihr das Gesicht von der Grinsekatze. Die habe ich nur noch nicht koloriert. Und Pennywise. Der kommt mit dem Spruch zusammen dann auch noch auf eine Karte. Die zeige ich euch aber nächste Woche. Und dann habe ich dieses Tierchen hier verarbeitet. Das habe ich gewischt mit Distress, ich glaube Inks. Habe das mit Copics koloriert. Du bist zum Anbeißen und habe hier von, ja, ich weiß, ich kann diese Firma nicht aussprechen, von Lesiazgada, da habe ich die Bäume aufgestempelt, einfach in schwarz, in verschiedenen Höhen und das Weiß, da bin ich auch so gar nicht zufrieden mit, aber ich habe jetzt schon unter einem anderen Video von Miss Ladybug, die hatte das gleiche Problem, dass sie kein vernünftiges Weiß zum Sprenkeln hat, was dann nicht die Farbe annimmt. Also mein Weiß ist jetzt leicht rosé angehaucht. Und da hatte eine andere Dame unter dem Video geantwortet von Copic, das Opaque White, wäre wohl etwas teurer. Ich habe es bestellt, es soll wohl Donnerstag kommen. Morgen oder Donnerstag. Ich bin mal gespannt, ich lasse mich überraschen. Gibt es in 2 verschiedenen Größen. Ich habe jetzt erstmal die kleine bestellt. Die war auch schon teuer genug. So, das habe ich daraus gemacht. Das lege ich jetzt mal hier hin. Dann habe ich alles, was so mit Halloween zu tun hat, rausgesucht. Das war ja das Spinnennetz. Die Fledermäuse und hier seht ihr schwarz. Das habe ich mit der Distress, von Ranger mit der schwarzen Paste gemacht. Und obwohl ich es direkt abgenommen habe vom Projekt und sofort unter fließend lauwarmem Wasser und ne, gewischelt habe, habe ich es nicht wegbekommen. Also es, aber mich stört sowas nicht. Ne? Also von daher. Dann haben wir Hex, das ist, da habe ich euch einfach mal alles aufgestempelt. Also du bist zauberhaft, Spinnennetz, die kleinen Sternchen, Hex, die schwarze Katze, die kleine Hexe und den Kessel mit den Blubberblasen. Dann haben wir Abhängen, auch von Create a Smile, die verschiedenen Fledermäuse, der Baum und die Sprüche. Das habe ich euch mal
hier aufgestempelt. Ach, eigentlich könnte ich ja immer direkt die Kartenbeispiele zeigen. Ne? Also, da haben wir. Das sind dann die beiden Karten. Ich habe auch schon mal gemischt. Also, hier haben wir Abhängen und die kleine Katze aus Hex. Da habe ich weißen Cardstock, schwarzen Cardstock mit der Deckel-Edge etwas kleiner und nochmal weißen Cardstock. Den habe ich wieder mit Distress Oxide gewischt. Das müsste Ground Espresso sein, Moved Lawn, Price Ribbon. Da habe ich dann mit dieser schwarzen Paste von Ranger gearbeitet. Die gibt es auch bei Create a Smile im Shop. Den Baum aufgestempelt, ausgeschnitten und mit Brauntönen von Copic koloriert. Die zwei Fledermäuse mit Grautönen und die Katze ist ja, das ist ein vollflächiger Stempel. Da habe ich praktisch diese Karte draus gemacht. Und aus Hex ist dann diese entstanden, weißen Cardstock. Amethystfarbenen Cardstock von Stampin' Up. Da habe ich dann die kleinen Spinnennetze hier oben hingestempelt. Die kleine Hexe und den Kessel mit den Blubberblasen, das Hex. Und das ist mit den Tri-Blends von Spectrum Noir, weil ich noch nicht so eine große Farbauswahl bei den Copics habe. Und das ist das Stempelset. Wo ist es jetzt hingekommen? Achso, es liegt hier für das Projekt, was ich nachher mit euch vorhabe. Das ist von Kartenkunst. Das sind die Label Writer fürs ganze Jahr. Da habe ich dann das Happy, Happy, Happy Halloween. Da ist diese Karte draus entstanden. Dann habe ich hier die beiden Sets von Ulrike, und zwar einmal das mit 31, Simsalabim, Hokus Pokus, eine kleinere 31, Abracadabra, ebenfalls das Wort Hex, aber in einer, so einer verschnörkelteren Schrift, einen riesengroßen Kessel und einen kleinen Geist. Und das ist das Stempelset Abracadabra. Und dann habe ich noch das Stempelset Hexenfreunde. Da ist dann das hier aufgestempelt. Die beiden Hexenschuhe, der größere Geist, der Hexenhut und die lachende Fledermaus. Und da habe ich auch noch mal drei Karten für euch. Und zwar hier ist es die Fledermäuse mit schwarz gewischt, 31 Simsalabim und der kleinere Geist, den habe ich auch gar nicht koloriert. Und hier habe ich mir einfach so ein weißes Reststück Papier, habe ich so ein bisschen rumgerissen und habe dann mit drei verschiedenen oder sogar vier verschiedenen Distress Oxide gewischt, dass es so eine Art Himmel ergibt. Da habe ich auch Amethyst verwendet und weißen Cardstock. Dann habe ich schwarzen Cardstock genommen und habe das Spinnennetz aufgelegt und mit weißer Paste darüber gewischt. Die beiden Geister mit meinem, das ist C, also die Cold Grays von Copics, das sind die YR-Töne. Und hier habe ich dann nochmal, das ist glaube ich, da, Currygelb, Kürbisgelb. Kürbisgelb habe ich hier ausgeschnitten, etwas kleiner in Schwarz und habe dann in Silber Abracadabra embossed. Der kleine Kürbis ist, glaube ich,
Hm? Aus welchem Set ist er denn jetzt? Das weiß ich gar nicht, aus welchem Set der kleine Kürbis hier ist. Ah, kommt noch. Der ist aus dem Set von Memories for You. So, und dann habe ich, wie gesagt, das hier genutzt, den Hexenhut und die Hexenschuhe. Und daraus ist diese Karte entstanden. Da habe ich auch wieder Kürbisgelb, weißen Cardstock und da habe ich dann mit Grün, Orange und ja, nochmal Grün und habe außenrum einfach so reingezogen dieses Black Suit, dieses Oxide. Und dann habe ich den Hexenhut und die Hexenschuhe koloriert und hier das Hex 31 ist auch mit schwarzem Embossingpulver embossed. Da ist diese Karte draus entstanden. Nicht runterfallen. So, und hier seht ihr, habe ich noch eine ganze Menge hier alles zum Thema Halloween drin. Aus den verschiedenen Sets. Da kommt das jetzt auch bei. Das werde ich dann noch verarbeiten. Hier liegt Herbst. So, die zwei kommen auch noch da rein. Obwohl, da könnte man ja überlegen, ob wir heute den Pennywise. So, jetzt räume ich das hier mal beiseite. Ich glaube, den Pennywise. Ach, ich hatte was anderes vorbereitet. Ja, ist ja auch egal. Entschuldigt. So, das war Kitsch-Kollektiv. So, und dann hatte ich ja noch ein paar Dinge noch geholt. Und zwar habe ich euch das alles mal aufgestempelt. Das ist Crème de la Crème. Das seht ihr dann hier. Dann hatte ich mir das... wie heißt das? Achso, das steht immer hier vorne drauf. Mushrooms. Da seht ihr die alle mal aufgestempelt. Und die Igelfreunde. Da habe ich euch auch alles einmal aufgestempelt. Und den kleinen Kürbis hier, den habt ihr ja schon gesehen. Das ist jetzt das Herbstset extra für Stempelmecker entworfen. Herbsttage. Von Memories for You. Das sind jetzt leere Karten. So. Und das lege ich jetzt erstmal beiseite. Und jetzt habe ich schon mal ein bisschen hier vorbereitet. Zugeschnitten. Mein Schmierpapier. Und jetzt basteln wir nämlich noch eine, aber schon mal eher so Richtung Herbst. Da habe ich mir eine weiße Grundkarte und aus dem Waldmoos von Stampin' Up schon mal einen Aufleger zugeschnitten. Und da habe ich mir ausgesucht zweimal den Kürbis von Memories for You und diese drei Krähen. Und da wollte ich dann aufstempeln, also entweder Herbstgrüße oder frohe Herbsttage. Aber ich denke mal, Herbstgrüße wird es werden. Den machen wir später. Und dann habe ich mir drei Distress Oxide ausgesucht. Und zwar Pine Needle, Moved Lawn und Bundled Sage. Schieben wir die mal wieder beiseite. Und dann fange ich mal mit dem Dunklen an. Und habe gedacht, ich wische uns hier mal einen Hintergrund. Und wie bei allem
Ihr wischt einfach so lange, bis es euch gefällt, mit den Farbtönen, die euch gefallen. Und dann kommt es ja auch noch drauf an, welchen Effekt ihr erzielen wollt. Die Oxides, die überlagern sich ja. Die sind also nicht transparent, so wie die Inks. Die Inks lassen sich etwas besser verblenden, finde ich. Aber wie gesagt, es kommt ja auch völlig drauf an, welchen Effekt ihr überhaupt erzielen wollt. Jetzt gehe ich einfach hier auch noch mal so dazwischen mit dieser Farbe. Jetzt könnte man natürlich entweder sich noch einen Blauton schnappen, das Ganze umdrehen, dass das unten ist. Und ich würde sagen, das mache ich auch. Blau. Mal eben gucken. Der Kiste. Und dann nehme ich einfach mal jetzt Stormy Sky. So. Kann ja ruhig so ein bisschen wolkig, stürmisch aussehen. Das mal wieder weg. Und jetzt nehme ich mir noch mal ein bisschen von dem Bundle Sage. Gehe einfach überall den Bundle Sage noch mal so. Das gefällt mir schon ganz gut. Und wie gesagt, da könnt ihr ja Farben nehmen, die euch gefallen oder... Na, kann ja auch nicht reinpassen, wenn es nicht richtig zu ist. So, kann das schon mal wieder rein. Und das ein bisschen auswischen. Und dann können die schon hier rüber. So, ne. Gucken, ob innen auch schon genutzt wurde. Ne. Dann drehe ich mir das Ganze um, packe das hier drauf. So, und jetzt gehen wir her und mache ich mir die Orangetöne. Dunkel, mittel und hell. Also, wie gesagt, ich koloriere sehr gerne. Das heißt aber nicht, dass ich es sehr gut kann. Und ich mache es, falsche Seite. Ich mache es so, wie ich meine. Ne? Also, die einen fangen an und gehen mit der hellsten Farbe, malen das ganze Motiv aus. Der nächste geht hin und ja, also ich mache meist so, wie ich meine, dass es für mich einen Sinn ergibt. Und also ich mache da keine Wissenschaft draus. Gibt ja dann auch viele, die malen sich hier eine Sonne auf und die strahlen so von wegen, so von da kommt der Schatten und die Sonne. Ich mache so, wie ich meine, so lange, bis es mir gefällt. Ich habe es auch schon mal anders gemacht. Also ich fange ja jetzt inzwischen meist mit dem Dunklen an und gehe dann mit dem mittleren Ton da so ein bisschen drüber und ziehe die Farbe so ein bisschen mit in das Mittlere.
Das klappt nicht immer, obwohl ich ja eigentlich das gute Papier nutze, das Transitype. Zeige ich euch gleich. Da ist nämlich vorhin neu gekommen. Weil, wenn ich jetzt wieder öfter koloriere, brauche ich ja mehr von diesem Papier. Weil es ist ja so, wenn ihr da den ganz normalen Cardstock benutzt, der zieht einfach, der saugt einfach viel zu viel Farbe auf. Wenn ihr dann das so richtig verblenden wollt, geht ihr ja mehrmals immer wieder über dieselben Stellen. Ich gehe dann nämlich noch mal gerne hin und hier so vorsichtig mit dem Dunkel hier noch mal so lang. Und dann gibt es ja welche, die gehen 20 Mal über dieselben Stellen. Also und dann saugt dieses Papier einfach viel zu viel Tinte auf. Das heißt, Copics wären viel schneller leer. Also überhaupt Alkoholmarker. Also da finde ich schon, sollte man auf das richtige Papier gucken. Gut, muss natürlich auch wieder jeder für sich entscheiden und jede Firma muss entscheiden, ob sie da. Ups. Ja, hier ist der Stempelabdruck jetzt nicht so dolle geworden. Hier gehe ich auch noch mal eben. Das ist ja noch ein Segment von dem davor. So. Und ob sie so ein Papier anbietet oder nicht. Also wie gesagt, ich habe eigentlich, nachdem ich das erste Mal also ich habe ja ziemlich spät angefangen mit Basteln und auch noch später angefangen mit Kolorieren, weil ich immer gedacht habe, nee, wofür hast du denn jetzt hier bunte Stempelfarben und nee, Mist. Ja. So, deswegen koloriere ich eigentlich immer am liebsten außerhalb der Kamera, weil jetzt habe ich da, wo grün hin soll, orange hingemacht. Nee, also quatschen und kolorieren. Seht ihr? Quatschen und kolorieren. Ich wollte es am zweiten Kürbis euch eigentlich mal genau umgekehrt zeigen. Jetzt brauche ich noch, nehmen wir mal hier den. Das ist die G03. Und wie gesagt, ob das alles so richtig ist, was ich hier mache. Aber wie gesagt, ich mache es nicht beruflich. Ich will damit kein Geld verdienen. Ich mache es nur, weil es mir Spaß macht. Und ich euch halt gerne was zeige. Schon mal Entschuldigung, falls ich mit dem Kopf jetzt so im Bild war. So. Das jetzt mache ich. Und dann gehe ich schon mal gerne hin und lege mir das mal so auf. Das würde ich nämlich dann ja, so hier an diese Grenze und vielleicht auch hier so überlappend, weil ich habe nämlich vor, diese kleinen Gesellen, die den Schnabel nach oben reißen,
hier so drauf zu setzen. Ja. Und der hier steht praktisch wie so ein Dirigent hier vor. Aber dann würde ich tatsächlich, wenn ich das jetzt so beibehalte, ist jetzt, würde ich nämlich tatsächlich den Spruch nutzen, ein ganz besonderes Ständchen für dich. Das passt. So, jetzt holen wir uns die Krähen runter von der Karte. Na. So. Und jetzt bei den Krähen kann ich es euch ja jetzt mal zeigen. Also, viele gehen halt hin und malen erstmal vollflächig. Also, wobei, was heißt viele? Einige machen es halt auch so. Wir gehen her und malen erst alles mit der hellsten Farbe aus. Und da muss dann jeder für sich selber entscheiden, was denn für ihn die beste Methode ist. So. Und bei mir kommt es halt so nach Lust und Laune an. Ne? Mal mache ich so, mal mache ich so. Aber ich will es halt üben. Und hier bei YouTube, wie heißt sie denn jetzt? Die Videos gucke ich schon mal ganz gerne. Da wird nicht gequatscht, gar nichts gemacht. Sie zeigt nur, ach, Marker-Geek. Also richtig wie Marker-Geek. G-E-E-K in einem Wort durch und die koloriert mit Copics und zeigt auch immer genau, welche Nummern sie nimmt und koloriert halt so überwiegend Stamping Bella Motive. So, jetzt gehe ich her und mal hier so ein bisschen dunkler. Da wo ich mein und die Krallen hier unten so ja, ich glaube andersrum mag ich es lieber. Auch noch mal. So. Und jetzt noch mal mit dem etwas helleren, so ein bisschen verschieben. Aber wie gesagt, welche Technik ihr da nutzt, oder welche Technik man nutzt, das ist ja jedem selber überlassen. Das, wie gesagt, ich mache es gerne so, wie ich meine, dass es mir gefällt. Ich mache es dann auch schon mal. Mache es ja jetzt alles etwas ein bisschen schneller. Ich mache es so lange, bis es mir gefällt. Und wie gesagt, das ist einer der Gründe, warum ich lieber außerhalb der Kamera. Jetzt könnte man einen noch dunkleren Stift nehmen, aber das lasse ich jetzt. Sonst wird ja so. Und da es bei mir Raben sind, kriegen sie jetzt auch einen schwarzen Schnabel. Ach nee, die haben ja einen braunen. Ja, egal. So. Und Augen. Egal von wem, ob Mensch, Tier oder sonst was, mache ich am liebsten mit dem B4x die 0.
So, dann nehme ich jetzt fürs Augenlid den ganz hellen Grau. So. Und dann können wir schon ans Aufkleben. Ich gehe mal vorsichtshalber. Schon mal Pads, aber hier brauche ich jetzt mal eben jetzt schon mal einen Sänger. Den klebe ich ganz normal plan auf mit Flüssigkleber. Einfach hier aufbringen. Ein bisschen zu hoch. So. Den setze ich jetzt hier hin. Heißt, den ersten Kürbis, den setzen wir jetzt schon mal auf Klebepads. Und ich glaube, den lege ich jetzt erstmal nur hin. Ja. Weil den zweiten will ich dann wieder so plan aufkleben. Das heißt Flüssigkleber drauf. So. Kürbis auf Klebepads hier hin. Ja, muss mich an den Füßen ausrichten. So. So. Jetzt kommt die zweite singende Krähe. Jetzt kommt die auf ein Klebepad. Und jetzt setzen wir den auch auf ein Klebepad. Nehmen wir mal zwei. Die Schutzfolie runter. Na. Und den setzen wir jetzt böse guckend davor. Muss mal die Kiste hier beiseite. Dann. Und ich habe überlegt, ich mache beides. Also, dieses ein ganz besonderes Ständchen für dich. Das packe ich jetzt hier über die Krähen. Den habe ich vergessen, nass zu machen. Aber meinen anderen. So, mal drüber. So, der kann dann gleich wieder in die Hülle. Und dann nutzen wir den trotzdem. Ich mache mal eben den Kleber zu, bevor er eintrocknet. So, schieb mich mal wieder ein bisschen mehr ins Bild. Und dann nehmen wir jetzt doch Herbst und Grüße schon mal raus. War es jetzt richtig? Ja. So.
Farbe drauf. Und jetzt gehe ich nur einmal hin, so beim ersten Mal, so ein bisschen Abrieb weg. Nochmal neu einfärben. Nee. Nicht den Stempelblock, sondern den Stempel. So, und dann mache ich hier. Das muss jetzt auch nicht gerade sein. Also, ne, habe ich gedacht, den setzen wir jetzt mal so ein bisschen so auf. So. Lappen. Dann das Wort. Grüße. Einmal so ein bisschen ruckeln. Ja. So. Und das Wort Grüße machen wir jetzt einfach andersrum. Gleich weg, der Stempelblock kann weg, das Stempelkissen mache ich zu. Dann können wir das auch schon zusammenbringen. Flüssigkleber. Und hier nehme ich auch nochmal Flüssigkleber, weil wir ja vorne auf der Karte schon ein wenig Erhöhung haben. So, mal gucken, nicht, dass ich es jetzt falsch aufklebe. Und dann... Ja, das ist jetzt dumm gelaufen. Ich den Aufleger. Aber das ist nicht ganz so schlimm, weil es ist kein Tombow. Und das, was man hier sieht, das kann man dann gut wegradieren. Entweder habe ich jetzt den falschen mir geschnappt oder ich habe mich vermessen beim Zuschneiden. So. Das ist die erste Herbstkarte und die Halloween-Karten hatte ich euch ja gezeigt. Die habe ich jetzt heute mit euch gebastelt und alles andere zum Thema Herbst habe ich ja hier auch schon mal liegen. Die Igelfreunde und die Pilze und die Blätter. Ups, aus dem Set von Memories for You. Und dann habe ich heute Pakete bekommen. Einmal Kreativdepot. Da hatte ich mir diese zum Thema Herbst bestellt. Das ist noch. Das heißt Herbstliebe, das war jetzt ganz lange ausverkauft, ist einseitig bedruckt. Das ist Strandliebe, das wollte ich ja damals auch direkt haben. Das habe ich mir auch zweimal bestellt. Die Rückseiten sehen so aus. Dann haben wir hier Magic Moment. Die Rückseite ist so, aber da habe ich mir wegen
wilde Blumen, Magic Moment. Dann wilde Blumen Mohn, da sieht die Rückseite so aus und die Vorderseite so aus. Deswegen auch zweimal, weil mir da beide Seiten gefallen haben. Und wilde Blumen, blumige Ecken. Da sieht so aus, da gefallen mir auch beide Seiten und deswegen durften da auch zwei von mit. Aber es ging ja jetzt um diese Herbstsachen. Hier ist schon ein Teil Weihnachten, da konnte ich nicht dran vorbei. Das sind die Cut and Emboss Folder. Und zwar Weihnachtsbanner handschriftlich. Das heißt einmal durch und ihr habt gleich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Weihnachtsbotschaften in einem ausgestanzt und geprägt. Weihnachten kommen wir aber später zu. Es ging ja um Herbst und an den Sprüchen bin ich nicht vorbeigekommen. Einmal Herbstlaubkonfetti und einmal Herbst ist, wenn die Bäume mit Konfetti werfen. Ansonsten ist auch noch zum Geburtstag die besten Grüße. Und dieses hier. Und das stand auch schon länger auf meiner Wunschliste und war immer ausverkauft. Jetzt habe ich es bekommen. Das ist Nylongarn Minze. Als Geschenk gab es wieder zwei Perlen mit roten Herzchen und hier so ein Dudel-Weihnachtsbaum. Also auch Weihnachten. Und diese tolle Postkarte. Wollte ich euch ja nicht vorenthalten, weil es geht ja jetzt halt um Herbst und um. Und dann hatte ich ja erwähnt, da habe ich den großen Pack Perfect Coloring Paper, mein bevorzugtes Papier, wenn es um Alkoholmarker geht. Da habe ich mir jetzt gleich mal den großen Pack mit 50 Blättern bestellt, damit ich nicht alle naselang bestellen muss. So, und da ist die Bestellungen, die da liegen. Es ist jetzt alles Weihnachten, außer die Bestellung vom Stempelmeer. Das zeige ich euch auch mal eben kurz. Da gab es wie immer ein Schnuppi, dann freut sich mein Mann. Das war ab einem gewissen Bestellwert das Geschenk, bestehend aus Stempel und so einem Notizzettelstandsdingen. Das wandert mit, da kann ich nichts mit anfangen, weil davon habe ich genug. Das wandert mit in meine Verlosungskiste. Und hier habe ich mir von Cats and Apple Trees Sachen bestellt. Zum Thema Herbst noch diese beiden hier. Das ist, irgendwo steht's. Ach so, Ahornblatt 3 und Ahornblatt 2. So, Herbst bleibt direkt draußen. Dann habe ich mir bestellt Eisscholle, Kanu, ein Haifisch, der kann die Eisscholle so hochschubseln und einen kleinen Pinguin, eine Robbe, die kann man auch so schön hier draufsetzen auf die Eisscholle, also den Kopf einer Robbe, dann noch so einen kleineren Pinguin und einen kleineren Robbenkopf und eine größere Robbe. Ich mag die Sachen von Cats and Apple Trees total gerne. Aber das kommt alles mal in einem anderen Video, weil, wie gesagt, diese Woche werde ich mich um Herbstkarten kümmern. Halt auch noch, ich habe hier ja noch die Igelfreunde und die Pilze. Hoppala. Die Pilze, die mit Crème de la Crème haben wir gearbeitet. Hier sind die Igelfreunde und dann noch das von Memories for You. Falls ich mit den schon verbastelten Produkten auch noch irgendwas bastel, zeige ich euch das dann nächste Woche und
überlege mir ein schönes Projekt für nächste Woche. Das kann auch ruhig mal wieder eine Box sein, denke ich mir mal. Habe ich so ein paar Sachen im Kopf. Und ja, jetzt bleibt es mir nur noch, euch einen schönen Restsonntag zu wünschen. Bleibt gesund und wir sehen uns nächste Woche Sonntag. Tschüss!